So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder euer Paradigma und wir treffen uns bei der zweiten Nebenquest in unserem The Witcher Wild Run, Wild Hunt Run. Leider Gottes ist das jetzt direkt bei unserer Hauptquest. Deswegen müssen wir das Gespräch wohl auch mitnehmen. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Nilfgaard schätzt eines. Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. So, und somit haben wir die nächste Nebenquest auf dem Sterbebett. Bereite eine Portion des Tranks Schwalbe zu. Gucken wir mal, wie genau wir den machen. So, Alchemie. Tränke, gehen wir gleich mal... Okay, ich muss ja wieder dieses Tutorial angucken. So, Tränke. Schwalbe, hier. Was fehlt uns denn? Uns fehlt... Zwergenschnaps fehlt uns. So, dann gucken wir mal, ob sie den vielleicht hat. Ja. Aber davor erzählst du noch deine Geschichte. Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort.
Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Ja, traurige Geschichte, aber anscheinend gefällt er ja hier. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Am besten du hättest Schnaps, das wäre perfekt und ich glaube, ich sehe ihn ja auch schon. Das ist nicht das, was wir brauchen. Das da könnte es sein. Zwergenschnaps. Das war's nicht. Scheiße. Es war doch ein grünes Fläschchen, oder? Aber leider, das ist es nicht. Weiße Möwe, irgendwas. Was ist das? Aha, okay, ein Haufen Rezepte. Das ist auch arschteuer, Mann. Was soll denn der Scheiß? Das kostet ja sau viel. Okay, gucken wir nochmal ganz kurz, was wir brauchen. Oh. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Das wollte ich eigentlich nicht. Hier nochmal rein. So, hier können wir gucken. So, Schwalbe. Uns fehlt... Ach doch, Zwergenschnaps war's. Okay. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Dann holen wir uns einmal kurz hier unten Zwergenschnaps. Brauchen auch nur eine Portion davon. So, gehen wir ein bisschen sparsam um. Wir haben ja noch kaum Geld. Leb wohl. So, dann brauchen wir mal den Trank. Okay, okay, okay. Hoppala. So, hier. Einmal Schwalbe. Den wollen wir aber nicht in die Schnellauswahl, den wollen wir ihr geben. Ja? Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier... Ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Charakterentwicklung, du hast einen Fertigkeitenpunkt erhalten. Klicke Touchpad und rufe das Charakterfenster auf. So, wir haben die nächste Nebenquest abgeschlossen. Und zwar auf dem Sterbebett. Das war auch ein relativ kurzer Part. Wir sehen uns bei Nebenquest Nummer 3. Bis zum nächsten Mal. Euer Paradigma.